Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Heute sprechen wir über Riesengewinne mit Optionen. So, wie komme ich jetzt auf diesen etwas provokanten Titel Riesengewinne mit Optionen? Und zwar hier im Traders habe ich einen kleinen Artikel gefunden und da geht es darum, dass die Aktie von oder dass man mit Optionen auf Kraft Foods innerhalb von einem Tag von $10 auf über $2.500 oder innerhalb von 3-4 Tagen verdienen konnte. Und das ist für mich wieder so ein schönes Beispiel, wo es sich mal lohnt zu untersuchen, ob denn solche Artikel Sinn machen, ob das, was da drin steht, Sinn macht oder ob das nur wieder so, naja, okay. Also, was ist passiert? Schauen wir uns als erstes mal einen kleinen Chart dazu an. Und hier im Chart sieht man, dass also die Aktie von Kraft Foods wurde ja übernommen, beziehungsweise hat sich mit einer anderen Firma, und zwar mit Heinz, also dem Ketchup-Hersteller, zusammengeschlossen. Warren Buffett hat da seine Finger mit im Spiel gehabt. Und als das bekannt gegeben wurde nach Börsenschluss, schossen natürlich die Preise enorm nach oben. Also wir sehen es hier vom 24. auf den 25.3. des Jahres 2015, hat also die Aktie, die hatte bei 61,33 geschlossen und eröffnete dann bei 80,95. So, in diesem kleinen Artikel, ist wohl eine Leserzusendung, hat halt dann jemand geschrieben, Mann, da konnte man doch wahnsinnig viel Geld machen mit dem Kauf von Optionen. Und es wird folgender Trade gezeigt, und zwar man hätte einen 65er Call an diesem 24.3. kaufen können. Der hatte damals ein Delta von 4 und hat 10 Cent gekostet. Das heißt, multipliziert mal 100, bezieht sich ja immer auf 100 Aktien, hätte dieser gesamte Trade also $10 gekostet plus Gebühren. Und jetzt kann man sich vorstellen, am nächsten Tag die Aktie eröffnet bei 80 oder knapp 81. Der 65er Call ist natürlich tief im Geld, also 15, $16 ungefähr im Geld. Vola-Explosion kommt noch natürlich dazu, sodass eben diese Option Delta 100 tief im Geld und dass die eben dann 18,20 gekostet hat, das heißt also von $10 auf $1.820, und da die Aktie in den nächsten Tagen noch ein bisschen gestiegen ist, ging es, glaube ich, dann bis 2.500 hoch. So, ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe, interessiert mich natürlich, schaue ich mir an, aber letztendlich ist das nichts anderes, als wenn man sagt, wer letzte Woche für 5 Euro einen Lottoschein ausgefüllt hat und dann die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 getippt hat, der hat aus seinen 5 Dollar oder 5 Euro Einsatz 1 Million gemacht. Was nützt uns das? Können wir solche Trades nachvollziehen? Komischerweise wird niemand, wenn man jetzt das ganze Lotto-Beispiel macht, wird jetzt niemand sagen, super Idee, das mache ich ab sofort auch. Ab sofort gehe ich jetzt los, kaufe mir immer Lottoscheine, immer am Freitag habe ich die kürzeste Zeit im Markt, ne? Und irgendwann wird es schon mal klappen und ich mache die Million. Jeder weiß, wie blödsinnig das ist. Bei Optionen glaubt aber dennoch immer die Masse, dass man mit dem Kauf solcher billigen, nahezu wertlosen Optionen auf Dauer wird Geld verdienen können. Wenn wir uns aber mal überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man so einen Trade jemals in seinem Leben wird machen können? Und jetzt kommt noch eins dazu, wie sinnvoll ist es denn, diesen Trade zu machen? Denn schauen wir uns nochmal die Ausgangslage an. Wir haben hier also eine Option, die hat 25 Tage Restlaufzeit. Wir wissen also, dass die vom Zeitwertverlust her immer mehr aufgefressen wird. Die kostet $10, ein bisschen Gebühren dazu, das heißt, man gibt $11 aus oder so, 11, $12, je nachdem, was man hat. Und dann kommt diese große Explosion. Mit dem Delta von 4 gab es eine Wahrscheinlichkeit von 96%, dass dieser Trade am Ende kein Gewinner wird. So, das heißt, wenn ich das wiederholen wollte und würde immer wieder solche Optionen kaufen, würde ich immer Geschäfte machen, wo ich eine 96%ige Wahrscheinlichkeit habe, dass es nicht funktioniert. Und jetzt muss man natürlich mal eins überlegen, selbst wenn es mir mal gelingt, so einen Trade zu machen, ist denn das jetzt das weltbewegende Ereignis? Das heißt also, stellen wir uns vor, ich habe den Trade gemacht, habe $10 eingesetzt und habe danach $1.800 gemacht. Kann ich mich noch nicht zur Ruhe setzen, ne, mit $1.800. Habe ich $100 eingesetzt, sind es schon 18.000. Habe ich $1.000 eingesetzt, sind es schon 180.000. Das heißt, macht ja schon Sinn. Aber, jetzt schauen wir uns mal einen Langfristchart
dieser Aktie an. Die ist ja noch gar nicht so lange börsennotiert, wurde ja erst wieder an die Börse gebracht, glaube ich, aus einer, wurde gesplittet vorher von einer anderen Firma. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, über die ganze Zeit, wenn man das jede Woche gemacht hätte oder immer einmal im Monat, hätte man so einen Trade gemacht, immer $1000 investiert, solche Aktien gekauft, immer eine Aktie, die eine 96%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass sie wertlos verfällt. Wie viele Zigtausende hätte ich denn bis dahin verbrannt, um am Ende einmal den großen Gewinner zu machen? Und das heißt ja noch nicht einmal, dass es uns in Zukunft wieder gelingen wird, genau diese Aktie zu finden, ne? Die wieder so eine Bewegung macht. Immerhin die Aktie von 61 auf 80 hochgegangen. Also 20% Aufschlag von ungefähr, von $20, ein Aufschlag von über 30%, den also die Aktionäre bereit waren, hier für diesen Zusammenschluss zu bezahlen. Und das ist immer das, was ich an solchen Artikeln immer ein bisschen schade finde, weil hier wird etwas vorgegaukelt, wie man hätte Gewinne machen können. Ich glaube, bis auf ein paar wenige Insider hat niemand diesen Trade gemacht. Wir gehören alle nicht zu diesen Insidern. Und jeder, der sich jetzt durch so einen Artikel motiviert fühlt, solche Trades zu machen, der wird auf Dauer Geld verlieren, weil er einfach gegen die Wahrscheinlichkeiten handelt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das mal jetzt jede Woche mit $10 oder so, für was? Dass da am Ende mal irgendwann $1000 rauskommen, da ziehe ich noch die $900 ab, die ich im Laufe der Vormonate immer reingezahlt habe, kommt doch nichts raus. Also das ist immer so ein bisschen das, was ich sehr schade finde an solchen Berichterstattungen, weil es eben ein bisschen marktschreierig ist, weil es natürlich, es sieht ganz witzig aus, ach guck mal, was hätten wir denn machen können, aber wie gesagt, es ist doch nichts Nachhaltiges, wir können nichts daraus lernen, außer dass sich Optionen, wenn sowas passiert, enorm bewegen können und dass wir, und das ist vielleicht das Einzige, was wir daraus lernen können, wenn wir Trades am Aktienmarkt, wenn wir Trades machen, dass wir eben dann relativ kleine Trades immer machen, wenn wir also, wir könnten ja auf der anderen Seite der Bewegung gestanden haben und dass wir eben dann nicht riesige Trades machen und nicht solche Dinge einfach tun, sondern immer das Ganze klein halten. Das war's für heute. Immer daran denken, nichts passt besser zu diesem Thema als unser Leitspruch, wir traden nicht für den Jackpot, das ist ein Jackpot, sondern wir traden fürs regelmäßige Einkommen und da muss man eben andere Dinge machen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bye bye.